So. Eben die ist das gewohnt. Nein, willst du nicht. Gut, okay. Hier war nur Peitschenpower. Okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Peitschen. Ich habe Fragen, aber einfach nein. Ich wurde wieder mal gemobbt. Oh no! Wer hat Ryan gemobbt? Raus mit der Sprache. Der kriegt jetzt einen auf den Deckel. Wer hat Ryan gemobbt? Für Ryan die Plüsch und Herbert die hat die Neunschwänzige. Ja, das passt zu Herbert. Sie hat angefangen. Warum glaube ich das nicht? Also ich könnte nachgucken, aber macht ihr mal. Macht ihr mal. Ich habe gar nichts gemacht. Oh. Okay, es ist glaube ich etwas dunkel, aber das passt schon. Ich habe nur einen Sound abgespielt. Den Kitty Cat Sound. War es der Kitty Cat? Ich glaube ja, ne? Ich meine, ich habe ihn oben bei Fotos noch gesehen. Dass er gespielt wurde. Jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? In die Richtung. Ja, der Sound aus der Hölle. Wieso? Der Sound ist cool. Der soll sich vielleicht nicht lang. Was ist das überhaupt für ein. Kann ich da runterfallen? Nee, kann ich nicht, okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich gehe in die falsche Richtung. Der Schlechter von Blaviken. Töte 500 Gegner! Reaktor ist. Wie gesagt, Akt 2 ab, okay. Erstmal weiter One Piece schon. Fang von vorne an. Ich muss dir sagen, One Piece habe ich nie gesehen, ne? One Piece gehört zu den Sachen, die ich halt einfach nie gesehen habe. Wahrscheinlich auch nie gucken werde. Also ich gucke sehr, sehr gerne Animes, aber halt irgendwie nicht die. Das sind alles so Sachen. Weiß nicht. Das fühle ich mir sehr, sehr schwer mit. Vor allem mag ich halt meistens diesen Zeichenstil davon nicht. Wie gesagt, Ausnahme war da, wie gesagt, Digimon. Digimon war cool. Ich würde halt auch Digimon halt verdammt gerne sehen. Problem ist, die ersten Staffeln gibt es halt nicht, und wenn nicht auf Deutsch. Ich habe also keine Möglichkeit, Digimon zu gucken. Und DVDs kaufen ist einfach mega überteuert. Also, nope. Ich werde für immer drauf warten, den zu können. Okay, so mal, was hier hinten ist. Wir brauchen eher Erfahrungspunkte. Okay, wir sehen ist hier hinten nichts. Ich bin bloß hier hingegangen. Na gut. Ja gut. Dann halt da, wo die Tür ist. Hier durch. Speicher noch mal. Wie sie halt einfach jetzt am Brennen sind. Geil. Ich liebe Monster, die brennen. So, Eisenerz.
Crunchyroll sind auch, sind sie auch auf Japanisch. Ja. Auf Japanisch will ich sie halt nicht sehen, ich will halt auf Deutsch. Das ist so mein Problem. Ich habe kein Problem, Animes allgemein auf Japanisch zu sehen. Aber ich fand halt, ich weiß nicht, ich will halt auch das Lied auf Deutsch haben. Ich weiß, ich könnte mir das jetzt einfach angucken, aber dann ist der Flair halt einfach nicht da. Ich will es auf Deutsch gucken. Ich will es einfach auf Deutsch sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind. Wir rennen halt einfach nur so von einer Tür. Bis dahin. Boah, bist du hässlich! Hat dir mal einer gesagt, wie hässlich du bist? Nein? Okay, dann tue ich das jetzt. Du bist hässlich. Oh! Das war dumm. Das war halt einfach dumm. Das war... Aber danke für die 25 Beats in Snape. Dankeschön. Ich mag den Alert. Nein, warum ist ein Schlüssel erforderlich? Fuck you. Entschuldigung. Ich will da nicht hin. Das klingt nicht gesund. Das klingt nicht gesund. Ich will auch erstmal in diese Richtung gucken. Oh, Mutter heute. Die explodieren auch. Sehchen. Der Kämpfer. Gibt ja dann das Erfahrungspunkte. Dann habe ich die Hoffnung, dass wir hier vielleicht irgendwo einen ominösen Schlüssel finden. Ich glaube es aber nicht. Was ist das? Ein Gralle. Der gar nicht erst die Zeit hat, zuzuschlagen. Bah, hat eine fette Wampe. No! Wir sind überlastet. I hate my life. 1, 2, 4. Ach, dafür haben wir weniger Vitalität.
Ich muss halt irgendwas ablegen, ne? Kairanhaut. Legen wir die Holzklötze ab. Ist das Schwert besser? Oh ja! Heilige! Heilige Makrele! Bringt aber auch nur 17 Ohrens, ne? Egal, Hauptsache wir haben ein besseres Schwert. Hier ist es sowieso mit dem sentimentalen Wert nicht ganz so. So, okay, hier geht's geradeaus noch weiter irgendwo. War doch hier, ne? Ja. Dann möchte ich jetzt hier noch Lucky Lucky machen. Mehr hat eure Mutter nicht geboren. Alter! Was wir jetzt an Schaden machen. Jetzt ernsthaft nichts? Ah. Okay. Dann ist da nichts. Ja, da. Ne? Weiß es halt gerade nicht, welches die richtige. Ich glaube, das ist die richtige. Ah, Mist. Okay, dann müssen wir in den einen Raum. Ja, müssen wir da leider schon hin. Wo bin ich gerade? Bin ich durch irgendeine... Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, dass ich da jetzt plötzlich hingekommen bin, aber okay.
Egal. Wir sind da, wo ich hin wollte. Also wenn ich solche Brustwarzen hätte, ne? Dann müsste ich mir Gedanken machen. Das Vieh hätte vielleicht mal zum Arzt gehen sollen. Aber es hätte auch praktisch sein können. Oh, da kommen die Schlüssel. Sultan, du solltest mir doch das Schwert bringen. Es ging nicht, Geralt. Das war nicht dein bester Einfall, Hexer. Zwerge sind erbärmliche Lügner, vor allem der hier. Ihr wisst Bescheid? Oh ja, du willst die Waffe, um den Fluch von Hänsel zu nehmen und die Geister der Gefallenen zu erlösen. Herrin, ich weiß, dass ihr gerade Krieg führt, aber der Fluch ist auch für Wergen eine Bedrohung. Diese magische Energie ist unbeherrschbar. Spar dir das, ich bin im Bilde. Du kriegst das Schwert. Tatsächlich? Ja, es freut mich, dass ich dir helfen kann und ich danke dir im Namen aller Wergener. Die Seelen ihrer Nächsten werden bald Ruhe finden. Danke dir. Gehab dich wohl. Mach's gut, Sultan. Halt die Ohren steif. Du auch, alter Haudegen. Bis zum nächsten Mal. Saskia, ich hab da eine Kleinigkeit vergessen. Geralt will Jorvet sprechen. Er will was Bestimmtes von ihm. Es geht um die Spitze des Spießes, mit dem Sabrina Glevisig getötet wurde. Jorvet trug sie bei sich, als ich ihn in Flotsam traf. Er hat sie beim Würfeln verloren. An Skalen Burden, den besten Glücksspieler von Wergen. Sprich doch mal mit dem. Jorvet lässt sich zu Glücksspielen herab. Skalen kann sehr überzeugend sein, wenn's ums Pokern geht. Du müsstest mal sehen, was da für Schätze in seinem Rucksack stecken. Alles Pokergewinne. Mal sehen, ob ich ihm ein paar davon abknöpfen kann. Adieu. Wir können ruhig nach oben zurückkehren. Wir haben hier fast alles erkundet. Jetzt will ich mal kurz wissen, ob die Harpien wieder spawnen. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich 60 Harpienfedern zusammenkriegen soll. Die spawnen. Geil. Harpien, macht euch bereit. Wir brauchen Federn. Ich glaube, wir kriegen dadurch halt trotzdem keine 60 zusammen, aber zumindest schon mal wieder ein bisschen mehr. Dein Vater von Frank vielleicht 2 bei sich. Es kommen immer mehr. Geil. Juhu, Harpien-Massaker! Das Harpien-Massaker von Wergen. Geil. Die Flitterviecher oben. Bring sie um, bring sie um, bring sie um. Töte sie alle. So. Wir brauchen nur die Federn. Ja gut, wenn also alle 2 dabei haben.
Wie viel sind wir? 49. Okay, wir kriegen die 60 auf jeden Fall zusammen. Ihr lernt es wohl nie. Wie viel bin ich? 57. Kriegen wir aber hin, da hinten noch welche sein müssten. So, noch 50. Noch ein alter Kadaver. So. Dann können wir die Dinger jetzt abgeben. Dauert nur, bis wir oben sind. Ich hasse es, überlastet zu sein. Die Burg da oben ist geil, also der Turm. Noch mehr hab ich. Gute Arbeit. Hier ist dein Lohn. Ich muss sagen, dieser Auftrag war reichlich seltsam. Das wäre noch nicht alles. Ich habe ein ungutes Gefühl, aber bitte, sprich. Ich bräuchte noch ein paar Federn. Sagen wir 8. Du oder dieser Sammler? Er natürlich. Er. Ich verstehe. 8. Warum hast du nicht gleich gesagt, wie viele es sein sollen? Ich musste zuerst die Qualität der Ware sehen. Noch ein paar Federn. Entscheide dich. Ich bezahle extra. Ich überleg's mir. Naja, 8 Federn? Kriegen wir die nicht sogar jetzt noch auf dem Weg zurück zusammen? Meine eine haben wir ja noch. Nein, ich glaube nicht. Da. Appchen Federn. Appchen Federn sind 3. Krallen. Wie viel sind wir? Ah ne, hab den Federn 3. Doch, 3. Hat ich doch richtig gezählt. Krallen, hab den Augen. Okay, dann müsste ich halt nochmal warten, bis die nochmal gespawnt sind. Oh, warte, da war noch welche. Dann muss ich halt leider noch mal warten. Ist ja kein Problem. Wir dürfen es nur nicht vergessen. Hallo Hühnchen. Besser noch nicht. Warte mal, wie konnte man denn noch mal...
Irgendwie konnte man doch auch rasten, oder? Wo ging das denn nochmal? Einstellung. Nee, kann ich leider nicht nachgucken. Ich suche gerade tatsächlich die Taste für das Warten. Da. Meditation. Alchemie. Das Blut, Kadetscha. Katze. Schwalbe. PC, wie du stürzt jetzt ab. Ich habe immer Angst, wenn der komische Geräusche macht. Ja. Mit sämtliche Resistenzen. Okay. Ja, da komme ich dahin. Zeit abwarten. Ich hoffe, das hat gereicht. Bitte lass die Harpien spawnen. Ich meine, wir brauchen nicht alle. Wir brauchen nur ein paar Harpien. Ja! Wobei ich hoffe, dass es die letzten Harpienfedern waren. Nehmt man so nah. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich muss mich auch mal melden. Das stimmt, das stimmt. Habt ihr schon vermisst? Well, hab ich einen Fehler. Vorhin war die Zeit der schlechten Witze und du warst nicht da. Da hat was gefehlt. Harpienfedern. Da war doch. Da. Okay, wie viele Harpienfedern haben wir? 11. Sehr gut. Klär uns selber. Auch. Bis vor kurzem nur Rückenschmerzen. Gott sei Dank hat Salbe und Tablette geholfen. Habe die ganze Zeit gelockt. Ja. Kleiner Lerker, du. Ich habe freut mich. Freut mich, dass du schon da warst. Ganz intakt.
Hoffentlich hast du schon mitbekommen, Sam. Okay. Ich schaue sie mir an und nehme die besten. Aber du hast trotzdem gefehlt. Dein Lohn und eine kleine Prämie. Was soll ich denn mit dem Rest machen? Weiß ich nicht. Ich brauche erstmal nichts mehr. Leb wohl. Leb lang und im Frieden, Fremder. Ich fehl immer. Wohin des Weges? Also wir sollten ihn später besuchen. Das heißt, wir warten noch mal eine Zeit. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Wohin des Weges? Wohin des Weges? Wohin des Weges? Okay. Wohin des Weges? Okay, das heißt, das später ist nicht gemeint. Schade. Gut, dann gucken wir, dass wir jetzt die Spitze kriegen. Ich nehme an, dafür müssen wir Würfelpoker betreiben. Juhu. Weil das so viel Spaß macht. Dachchen, Dachchen. Servus. Servus und goodbye. Ich habe gehört, die Spitze von Jorvets Spieß hast du. Das stimmt. Ich könnte sie gebrauchen. Vergiss es. Das ist eine Trophäe, für die ich den zähesten Kerl besiegen musste. Dafür gelte ich manchen als Held. Was habt ihr gespielt? Würfelpoker. Früher habe ich auch viel gewürfelt. Ist das eine Herausforderung? Mhm. Erwarte keine Sonderbehandlung. Ich habe vor, dich richtig zu rupfen. Und kein Fluch wird daran was ändern. Ja, rupfen mich richtig hart, Babe. Okay, was haben wir denn? Wir haben 2x6. Das hat er ja 3 Fünfen. Ne, 4 Fünfen. Ach, du grüne Taste. Grüne Taste, genau. Bitte noch einmal würfeln. Eins, zwei, drei. Mist, wir haben verloren. Er hat halt alle Fünfen gehabt. Wer ist denn das? Der hat auch einen magischen Spieß gesucht oder sowas. Ah, egal, ist lange her. Wenn du mir noch ein paar Orients da lassen willst, nur zu. Bin stets für dich da. Ja, muss ich ja leider. Das, was wir genug haben. Klar, bei ihm geht kein Würfel verloren. Was hat er denn? Er hat die 2, wir auch. Na, passt schon. Nein, ich hab vergessen. Oh Gott. War ich dumm. Dafür gehöre ich selbst bestraft. Das war halt einfach dumm, dass ich das andere da weg... Egal. Du hast verloren, Hexer. Genau wie dieser... Wie hieß er? Blaskovic. Wer ist denn das? Der hat auch einen magischen Spieß gesucht oder sowas. Ah, egal, ist lange her. Wenn du mir...
5-5. Scheiße, er war 3-3 und 2-2. 2-2 habe ich auch. Mist. Du hast verloren, Hex. Der hat, wenn du... Okay, selbst wenn... wäre zu wenig, aber wir versuchen es trotzdem. Juhu, wir haben gewonnen. Mit du spielst 4-1. Wie ein Schlitzohr. Aber versprochen ist versprochen. Die Spießspitze ist da. Ja, Halbwitz ist auch da. Wie ich höre, hast du noch mehr interessanten Kram, den ich gewinnen kann. Es würde sich was finden. Halbwitz ist eigentlich noch da. So. Das ist jetzt einmal wieder zur Hänsel zurück.